Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen zu den Comic-Cookies, Episode 36. Sehr gut, hat er sich gut gemerkt. Ja. Mittlerweile aus unserem neuen bayerischen Außenstudio. Ja, heute mal ohne Uni. Uni lässt sich entschuldigen. Uni ist im Prüfungsstress bzw. im Lernstress, kann man das so sagen? Ja. Aber damit ihr nicht ganz ohne Uni seid, hören wir jetzt einen kleinen Beitrag vom Gratis-Comic-Tag. Da habe ich sie zusammen mit der Feli nochmal eingefangen. So, beim Gratis-Comic-Tag haben wir eine alte Bekannte hier, die Feli. Hi. Was hast du dir denn so für Comics gekauft? Geholt zum Gratis-Comic-Tag. Love Fox, Katzen, wie heißt das andere? Remori oder so. Ich habe den genommen, den keiner wollte. Der aber gar nicht so schlecht der ist war. Cool. Also ich finde den ganz lustig. Ich ist ja auch ein DDR-Comic. Ist das ein DDR-Comic? Ja, ich glaube, deswegen hat man mir den auch irgendwie angedreht. Momentan den meintest du? Ein ägyptischer Comic. Remori, also das ist ein... Guck, weil das steht da oben. DDR-Klassiker. Also es ist ein weirder Science-Fiction mit Ägypten-Misch-Comic, der eigentlich ganz lustig ist soweit. Ja. Und dann habe ich noch Prinz Eisenherz, den kann ich wärmstens empfehlen, wenn man keine Sprechblasen mag. Ja, Grüße an Breedstorm, der mag ja Prinz Eisenherz. Und was hatte ich noch? Ich weiß nicht, ich hatte noch irgendwas. Das mit den Muskelnmädchen. Also ihr hört schon, die Uni ist auch da. Den hast du doch. Muss kurz Hallo sagen. Hallo, dann auch. Hier ist Uni und ich stehe hier. Ja gut, man, werden wir... Kruspel, das ist immer toll im Podcast. Der Kruspel-Podcast. Love Fox, Prinz Eisenherz, Katzen. Katzen, dein Lieblingscomic? Das ist die Rückseite von... Lumberjanes? Das ist ein englisches jetzt. Ja, die sind von unten. Ja, die sind von unten. Dann habe ich hier noch Mercury Heat und außerdem... Überblatt habe ich noch. Überblatt. Und ein Bierdeckel. Und ein Bierdeckel mit Masopilami. Masopilami, ich mag Masopilamis nicht. So, jetzt steht schon in den Kommentaren drin, dass die Feli bitte nie mehr im Podcast zu hören soll. Oh mein Gott, Masopilami. So. Okay, welches hat dir denn davon bisher am besten gefallen? Bis jetzt habe ich nur Love Fox gelesen. Mhm. Der ist super, super schön. Love Tiger habe ich eben hier durchgeblättert. Der ist auch super schön. Also die werde ich mir irgendwann mal holen. Mhm. Ich habe halt Prinz Eisenherz durchgeblättert, aber da wusste ich schon vorher, dass das nicht meine Sparte ist. Und Katzen habe ich halt reingeguckt. Das war nicht so toll. Mhm. Nicht so meins. Und Remori habe ich erst die Hälfte oder so, aber den finde ich irgendwie interessant. Da muss man mal überlegen, ob man dann... Und die Uni steht kurz vorm Signiertermin? Ja. Schon aufgeregt? Ja. Lampenfieber? Nein. Gut. Ja. Kannst du auch noch was anderes sagen? Nein. Sie muss nur zeichnen, ja. Nicht drehen. So, das war also Onis Auftritt im T3. Wie war es denn für dich, Steffen? Wie war dein gratis Comic-Tag? Ja, wie immer sehr, sehr stressig. Früh aufstehen. Nun kam noch der Bahnsteig hinzu. Das heißt, man muss also ganz genau abpassen, mit welcher Bahn man nach Frankfurt fährt. Ich habe es aber dann auch nicht eingesehen, dann für... was weiß ich, wie viel Euro, 20 Euro am Tag dann mein Auto irgendwo in Frankfurt abzustellen. Ja. Und deswegen lieber dann doch Bahn gefahren. Hat ganz gut geklappt. Also die Bahn, die angekündigt war, das hat auch funktioniert. Ja, und dann standen auch schon die ersten vor dem Laden. Und wie das dann jedes Jahr so ist, füllt sich das dann nochmal so ein bisschen bis ungefähr 2-3 Läden weiter, hört dann die Schlange auf. Ja, und dann geht's natürlich immer erstmal los mit Comics verteilen oder Flyer verteilen, also mittlerweile haben wir uns da ganz gut eingespielt und ja, und dann, na gut, dann gegen Mittag hat sich dann etwas beruhigt und ja, und dann am Nachmittag war dann halt der Signiertermin,
dann auch wiederum sehr gut besucht war. Ja, und ich glaube, es hat auch allen ganz viel Spaß gemacht, ja, die dabei waren. Der eine oder andere Zuhörer wird es nicht wissen, du bist nicht hauptamtlicher Mitarbeiter im T3, nee, sondern bei Steffen ist das so ein bisschen wie bei SpongeBob. Der arbeitet ja freiwillig in der Burgerbraterei, wie ich gehört habe, und empfindet das als Ehre. Beim Steffen ist das genauso bloß hässlich in der Burgerbraterei, ja, weil die wollten ihn nicht. Er ist im T3. Die haben gesagt, er isst mir zu viel weg. Ja. Genau. Ich mache das halt ehrenamtlich, so aus Spaß an der Freude. Und ja, genau. Bist Premium-Kunde quasi. Premium-Kunde XXL, ja. Ich darf auch hinter die Theke. Ja. Ja. Und nicht nur greifen, sondern auch, regelrecht da stehen, ja. Das ist schon. Naja, gut, wir machen ja immer so ein paar Aktionen, wenn sich das anbietet, dass ich dann auch ein bisschen über Facebook was poste auf der Seite, damit auch so ein bisschen das Social Media passt. Ja. Und von daher findet sich da immer irgendwie eine kleine Aufgabe, sagen wir mal so. Wie würdest du den Andrang vergleichen, so mit den vergangenen Jahren und auch was die Leute vielleicht mitgenommen haben? Also ich muss jetzt sagen, das macht so den Eindruck, dass es trotzdem jedes Jahr immer noch ein bisschen zunimmt. Also nicht wirklich abnimmt, sondern eher zunimmt, das Ganze. Und die Zielgruppe, wie würdest du die einschätzen? Also ich sag mal, der Gratis-Comic-Tag ist ja eigentlich auch gedacht, oder vornehmlich dafür gedacht, neue Kunden zu erwerben. Also irgendjemand, der sieht vielleicht, da ist ein Comicladen, die verschenken Comics heute und vielleicht ist da ja was für mich auch dabei. Oder würdest du eher sagen, das sind doch eher mehrheitlich altgediente Kunden, die halt kommen, weil es was für Lau gibt? Ich denke, das ist eine ganz gute Mischung. Also der Ecki kann das sicherlich selber besser erklären, aber er hat mir gegenüber mal gesagt, also es sind ein paar Leute dabei oder sind Leute dabei auf jeden Fall, die hat er bei Gratis Comic Tagen das erste Mal gesehen und die sind dann auch wiedergekommen in den Laden. Mhm. Viele kommen auch nur an Gratis Comic Tagen dann und nutzen das Event dann halt, um auch mal Sachen zu kaufen und so weiter und so fort. Und ich glaube, also die Mischung ist da ganz gut. Natürlich, die Stammkunden kommen natürlich auch. Mhm. Die wollen natürlich ebenso was von dem Tag haben, um neue Comics zu entdecken. Ja, genau. Ich denke mal, es gibt sich ganz gut die Mischung. Warst du denn beim Gratis-Comic-Tag? Nein, hast du mich gesehen? Nein, aber es kann ja sein, dass du irgendwo anders warst hier. Nein, also ich muss sagen, dieses Jahr war für mich nicht ganz so viel dabei, dass sich eine Reise gelohnt hätte in die große, ferne Stadt. Ja, ich muss es klar in Relation setzen mit, was weiß ich, 3 oder 5 Comics, die ich dann bekomme mit diversen Fahrtkosten, Parkkosten, was weiß ich alles. Und das hat sich nicht gelohnt. Ich habe aber auch einen Online-Händler, wo ich regelmäßig meine Abos bekomme. Und auch da habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht. Mhm. Ja. Und sind jetzt noch nicht da, klar. Kommt bei der nächsten Abo-Lieferung dann. Ja. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Speziell, weil halt auch der Trend doch so ein bisschen eher weg ist von diesen Leseproben. Gab es wohl auch wieder, wie ich gehört habe, aber es gibt wohl auch wieder einige, die ein komplettes Album dann rausgehauen haben und das finde ich ganz gut. Ja. So, nach dem Gratis-Comic-Tag ist nicht unbedingt vor dem nächsten Gratis-Comic-Tag, aber garantiert vor dem nächsten Event, das da ansteht. Oder wollen wir erstmal ein paar Comics besprechen? Welchen Event? Was meinst du mit Event? München? Ach so, nee, das können wir sofort besprechen. Klar. Also, die Planung steht hier. Baue ich hier die Brücken, die goldensten, dann werden die einfach wieder eingerissen. Zack, einmal drüber. Ja. Ja, München steht an. Ja. Storm. Wir haben gebucht, wir sind vor Ort. Zumindest 2/3 der Comic-Cookies. Du klapperst mit deinem Stuhl. Ja, sorry. Ja, die Uni, wie gesagt, ebenfalls aus Prüfungsstress wird sicherlich nicht vor Ort sein, aber wie gesagt, der Britstorm und ich werden vor Ort sein. Ihr werdet uns erkennen an wahrscheinlich immer noch den alten T-Shirts, die wir anhaben. Ja. Die neuen haben wir noch nicht bestellt. Der Steffen wird wahrscheinlich relativ leicht zu finden sein. Ja, ich werde wieder am Stand vom David Baller aushelfen, wie letztes Mal, also in Erlangen auch schon. Und das Jahr davor in München ebenfalls schon. Also das heißt, am Stand von Virtual Graphics. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt die Lagepläne dieses Jahr auch noch nicht wirklich angeguckt. Ist ja eine neue Location. Alte Kongresshalle? Ja. Alte Messehalle. Nicht alte Kongresshalle?
Weiß nicht, auf jeden Fall an der Wiesn, eine Halle. Kommen Sie ran. An der Wiesn, eine Halle und es werden alle unter einem Dach untergebracht sein, was ich schon mal sehr schön finde. Das ist auf jeden Fall besser als beim letzten Mal, ja. Und ja, da braucht man nicht mehr durch die ganze Stadt zu sporten, wenn man zwischen den, sag ich mal, großen Verlagen und den Independent-Labels hin und her wechseln will, ja. Was ich sehr schön finde. Also wer so das Comic-Event an sich mitnehmen möchte, der ist da relativ zentral an einem Platz, würde ich mal sagen. Und wie sieht's aus mit Ausstellungen und sowas? Ist da irgendwas Nennenswertes? Gut, es wird Beatles-Ausstellung wird es wohl geben. Das könnte den einen oder anderen interessieren. Aber wie gesagt, Ausstellung hat mich jetzt nicht so angefixt. Mhm. Ich würde mich eher dann auf das konzentrieren, was vor Ort dann in der Halle machen ist. Ja gut, man hat ja dann auch meistens vor Ort dann so seine Leutchen, die dann sagen, ach, warte da schon, das müsst ihr euch nochmal angucken und das müsst ihr euch nochmal angucken. Ja. Also die Mundpropaganda funktioniert auf so einer Messe eigentlich immer ganz gut. Besonders wenn man so Leute wie den Marshall kennt, der kommt dann immer, also mal, war da nicht da schon? Ach, da müsst ihr doch mal. Und ja, genau. Ich denke mal, ja, also wir werden ja relativ zeitgleich, nee, nicht relativ, sogar ziemlich zeitgleich anreisen, wenn alles klappt. Genau. Das heißt, wir werden dann so gegen ja, Messeöffnung irgendwann da sein, denke ich. Na, wir sind schon etwas später, kommen wir an. Mit der Bahn. Wann kommen wir an? Ich glaube um die Mittagszeit, so 12, 13 Uhr kommen wir an. Ich hatte irgendwas bei 11. Ja, aber da ist schon auf, glaube ich, wenn wir da sind, definitiv. Wir gastieren im Hotel. Ja, wir gastieren im Hotel in der Nähe. Ja. Und dann werden wir noch mal schauen, wie das Ganze so wird. Naja, gut, also irgendwann im Laufe des ersten Tages werden wir dann ankommen und ja, dann auch gleich zum Messestiefeln, denke ich, wenn wir dann doch relativ spät da sind. Und ja, ich werde bis Sonntag da sein, du nur bis Samstag wahrscheinlich. Ja, das reicht mir wahrscheinlich dann schon wieder. Und ja, ich meine mal, also mit Erlangen wird sich es auch trotzdem nicht wirklich vergleichen lassen, in dem Sinne von der Größe her. Schauen wir mal. Ja, also lassen wir uns mal überraschen. Ja, es ist ja so, dass verschiedene kleinere Verlage nach dem letzten Mal nicht ganz so zufrieden waren, ja. Und nicht auftreten werden dann, mhm, in München, was ich ein bisschen schade finde, weil letztendlich wurde ja jetzt durch die neue Lage Abhilfe geschaffen. Mhm. Und ja, da wird man sehen, wie sich das Ganze dann dort vor Ort entwickelt, ob das die neue Location für das Festival ist. Mich würde es freuen, weil, wie gesagt, ich bin doch großer Freund, alles auf einem Fleck zu haben. Mhm. Und so schön München auch ist, mhm, ich muss da nicht, wie gesagt, durch die halbe Stadt pendeln. Das ist richtig, ja. Also. Ja, vor allem für mich wird auch nochmal ein Faktor sein, tatsächlich das Wetter, ob das diesmal ein bisschen anders ist, weil, wie gesagt, viel rundherum habe ich das letzte Mal einfach nicht gesehen, weil auch das Wetter überhaupt nicht dazu eingeladen hat. Ja, gut, so von der Stadt, so vom Sightseeing, ja, oder sowas. Ja gut, dadurch, dass du viel an dem Stand bist, bist du natürlich auch Großteil des Tages halt auch gebunden. Ne? Ja, das ist klar. Aber man will dann doch halt mal rausgehen und das war halt jetzt beim letzten Mal so überhaupt nicht irgendwie der Fall. Also klar, man hat mal zwischen den Locations hin und her gewechselt, aber das war's dann auch schon. Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, ich werde mich den ganzen Tag durch die Halle bewegen, mhm, werde ja, erkennbar sein, definitiv meinen Kopfhörer, die ich mir irgendwo hin tue, ja, die ich mir im Hals klemme. Und also wirst auch wieder dein kleines Aufnahmegerät dabei haben, genau, und munter Stimmen einsammeln, die er dann vielleicht, genau, beim nächsten Mal schon hören, genau, wird. Vielleicht findet sich jemand, der gerne vors Mikrofon möchte. Ja, einfach ansprechen. Gerne in, genau, München oder vielleicht auch vorher per Mail. Ja. Über unsere Kontaktadresse beim Comic Cookies. Wir sind willig. Wir sind willig at comiccookies.de. Nein, also wie gesagt, also die Kanäle findet ihr ja alle, über die ihr uns anschreiben könnt. Genau. Wenn ihr da Interesse und Lust habt, einfach ein bisschen was zu plaudern, ja, gerne Bescheid sagen. Ansonsten, denke ich mal, werden wir einfach auch ein paar übliche Verdächtige vors Mikrofon zerren. Und dann mal gucken, was da so läuft. Ja. Also ich freue mich auf München. Das wird ein schönes, längeres Wochenende, wird es ja. Stressig, aber wir kriegen es hin. Ja. So Highlights hast du dir jetzt keine gelegt, ne? So wirklich.
Nee, es sind natürlich ein paar Zeichner da, die ich mir vielleicht angucken würde, aber es ist jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, ich muss unbedingt, sonst sterbe ich von dem Sketch haben oder sowas, weil dadurch, dass mir in den letzten Jahren ja öfters im T3 und natürlich auch in Erlangen und in München auf dem Festival waren, ist es schon so, dass ich viele schon gefunden habe, die ich haben wollte, und deswegen mache ich mir da diesmal überhaupt keinen Stress. Je länger ich das mache, umso mehr merke ich es auch, es ist immer mehr leid, in der Schlange zu stehen und mich den verschiedenen Ritualen zu unterwerfen, die es da immer so gibt. Ja. Wie gesagt, die Leute, die gern mit ihrem riesigen Rollekoffer ankommen zum Beispiel und dann erstmal weggehen und ähnliche Dinge oder jeder Verlag macht das ja so ein bisschen anders mit der Reihenfolge, wann wer drankommt. Bei Panini wird zum Beispiel gewürfelt, bei manchen ist es halt durch pures Anstehen. Und da gibt es natürlich auch Leute, die da Sketchjäger sind, die da wahrscheinlich sogar ihre Großmutter verkaufen würden, um da weiter nach vorne zu kommen. Okay. Und also so wichtig ist es mir dann dieses Mal nicht, da irgendwie näher mit dran zu kommen. Deswegen werde ich mich sehr wahrscheinlich auf kleinere Verlage konzentrieren oder auf Verlage, wo die Schlangen halt nicht so groß sind, wo vielleicht auch der ein oder andere unbekanntere Künstler ist. Und da habe ich schon sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit mitgemacht. Und das einfach mal ausprobieren, mal reinlesen, was die haben, und dann mir was zeichnen lassen. Da freue ich mich schon sehr drauf, wie gesagt. Okay, also, das haben wir jetzt vor uns. Wenn die Episode erscheint, sind noch wenige Tage bis zum Comic-Salon, wollte ich fast sagen, bis zum Comic-Festival. Und ja, genau, sehen wir dann. Ich werde wahrscheinlich am Anreisetag sehr müde sein, weil wir abends noch auf ein Konzert gehen. Muss mich dann halt irgendwie in den Zug buxieren oder so. Sind die Wiener Sängerknaben wieder in der Stadt? Ja. Nein. Was wird denn gegeben? Urlaubsprogramm. Fahri in Urlaub. Ja. Oh, in Frankfurt, oder? In Frankfurt, ja. Ah, sehr Jahrhundert. Schön. Sehr schön. Ja, jetzt schnell noch Tickets. Nein. genau, das ist am Mittwochabend, ganz genau. Egal, kommen wir zu dem Thema, weswegen wir eigentlich hier sind. Nehme ich zu Comics. Du hast da wieder einen ordentlichen Berg bei dir, sehe ich gerade. Ja. Was hast du denn da so Schönes? Fange ich mal an mit Die Katze des Rabbiners. Und zwar ist das jetzt schon der zweite Sammelband. Das ist eine Serie, die ehemals in 5 Alben erschienen ist. Und die aber dann auch gut vergriffen waren. Und der Avant Verlag hat dann die 5 Alben in 2 Sammelbänden rausgebracht. Ich wollte gerade sagen, und bin dann in 5 Sammelbänden. rausgebracht. Und es sind jeweils immer so 150 Seiten plus ein bisschen an Material. Und den ersten hatte ich schon vorgestellt. Also im Prinzip geht's um die Katze eines marokkanischen Rabbiners, auch in Marokko, lebten Anfang des letzten Jahrtausends, des letzten Jahrhunderts, Juden, und die Katze. Jahrtausend ja auch letztlich, oder? Ja, nee, Anfang des letzten Jahrtausends nicht. Ach so. Und die Katze des Rabbiners hat halt eine Eigenart, sie hat halt irgendwann angefangen zu sprechen. Es war eine sehr, sehr bösartige Katze, sie hat gerne mal gelogen, um ihre Ziele zu erreichen, hat sehr religionskritische, atheistische Thesen vertreten, was natürlich bei ihrem Herrn, dem Rabbi, super ankam. Aber es war sehr, sehr unterhaltsam für mich. Und auch im zweiten Band setzt sich das Ganze so fort. Wenngleich auch nicht mit dieser Bissigkeit, die die ersten Bände hatten. Also da war schon etwas religionskritischer, während jetzt doch so ein bisschen versöhnliche Töne eingeschlagen werden. Okay. Oder die so ein bisschen auf Dialog zwischen Religion und Atheismus und so weiter abzielen. In dem ersten Album zieht die Katze so ein bisschen mit dem Malka durch die Gegend. Der Malka ist so ein jüdischer Geschichtenerzähler, der davon lebt, dass er durch die Städte geht, als Gaukler mehr oder weniger, und denen Geschichten erzählt. Und lässt dann aber immer irgendwann seinen zahmen Löwen auftreten, tut dann so, als würde die anderen Leute dadurch retten, und dadurch bestreitet er sein Leben. Ja, also ist wie so ein bisschen als Gaukler unterwegs, aber er wird halt älter, der Löwe wird älter, und selbst die Kinder nehmen es ihm nicht mehr so ganz ab. Ja. Seine Geschichten.
Und da muss er halt was dagegen tun. Also auch wieder ganz abstruse Nebenfiguren. Da eine Schlange zieht mit denen zum Beispiel noch durch die Gegend, die sehr, sehr giftig ist und quasi sich dafür aufspart, wenn der Löwe irgendwann mal erlöst werden möchte und so weiter und so fort. Also sehr, sehr bilderreich gemacht, das Ganze. Okay. Im zweiten Teil, also im zweiten Album im Prinzip, geht's um einen jüdischen, um einen russischen Juden, der versehentlich mit einer Kiste aus Russland nach Marokko geschickt wird. Und er will eigentlich viel weiter nach Afrika rein, weil er hat gehört, dass irgendwo in Afrika es eine riesige Stadt geben wird, in dem die, wie soll ich das sagen, die Urjuden irgendwo sich aufhalten, also die das Ganze so erfunden haben und sehr konservativ sind, und da will er unbedingt hin, weil in Russland zu der Zeit kam das ja mit der Sowjetunion aus, und die haben ja der Religion den ganzen Gar ausgemacht. Ja, also die haben, also er ist in der Kiste gekommen, in der Tora-Rollen drin sein sollten, weil die Sowjets, die haben irgendwann gesagt, hier diesen ganzen Religionsmist, den brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber Leuten, die das gebrauchen können, verkaufen wir das sehr gerne und haben das dann exportiert. Und in einer dieser Kiste kommt, wie gesagt, ein russischer Jude, und der dann aber zusammen mit dem Rabbiner und noch verschiedenen anderen Figuren sich dann aufmacht ins Herz von Afrika, um da die Ursprünge dieser Religion auch zu finden, was auch sehr, sehr charmant und schön umgesetzt wird, das Ganze. Es ist, die Katze des Rabbiners ist dabei sicherlich keine Geschichte für irgendjemand, der, was weiß ich, auf knallharte Superhelden-Action und so weiter steht. Es ist sehr, sehr, sehr viel Philosophie dabei. Wunderschön natürlich, aber auch das Ganze gezeichnet von Joan Esfar, der selber Jude ist und sich mit den verschiedenen Eigenheiten dieser Religion und auch der anderen sehr, sehr gut auskennt. Also sie treffen zum Beispiel noch muslimische Wüstenbewohner, und da kommt es natürlich auch zu Konflikten dann, und das hat er schon sehr, sehr charmant umgesetzt, wie das Ganze so vonstatten geht mit der Katze des Rabbiners. Und jedem, der sich so ein bisschen für so philosophische Religionskritik begeistern kann, mit, wie gesagt, wunderschönen Zeichnungen, sehr, sehr bunt ist das Ganze gehalten, cartoonig. Das geht schon, hatte ich auch beim letzten Mal erwähnt, mit der Katze los. Er hat wie so eine Art Zoom-Faktor. Ja? Also die Katze, die kann mal aussehen, mehr oder weniger wie ein besseres Strichmännchen. Ja, also als hätte ich das gezeichnet. Gott. Und dann zoomt er beispielsweise aus dem Bild raus, also je weiter weg, und teilweise wird das Bild dann aber besser dadurch. Also dass die Katze dann wirklich aussieht wie so eine Art Siam-Katze oder sowas. Ja. Und wie gesagt, er kann das sehr cartoonig machen, aber auch dann wiederum sehr realistisch, und jedes Bild ist anders. Gerne knallbunt gemacht, und aber das Wahre ist halt wirklich die verschiedenen Dialoge, die da drin über die verschiedenen Religionen geführt werden. Ja, es sind auch Anspielungen natürlich auf andere Seen drauf, zum Beispiel Tim und Struppi, ne, die fahren hier dann mit so einem französischen Wüstenmobil dann durch die Wüste, was natürlich optisch natürlich wieder an das eine Bild von Tim in Kongo rankommt. Sie treffen lustigerweise sogar einmal eine Figur, die Tim von Tim und Struppi, also Tintin, sehr, sehr ähnlich ist, ne? Und machen sich drüber, also der auch dann sich so verhält wie Tim im Kongo, weil sein Hobby ist ja da dauernd, er muss irgendwas erschießen, ob es ein Nashorn ist oder eine Gazelle oder was, er will ja am Anfang alles erschießen, ne? Man muss halt bedenken, das wurde halt irgendwann in den 30er und 40er gemacht. Und dementsprechend machen die sich hier so ein bisschen über diese Figur dann auch lustig. Und wie gesagt, vielleicht ein Special Interest Ding, was nicht jedem unbedingt liegen wird, aber wer sich so ein bisschen dafür erwärmen kann, der wird es wirklich lieben. Ja, ich glaube, ich hatte mal in die gratis Comic-Tag-Ausgabe damals reingeguckt, und irgendwie war es jetzt auch nicht so wirklich meins. Aber das ist halt für ne, Intellektuelle, und da fällt es halt so ein bisschen. Dann da geht es nicht in meine Richtung, klar. Ja, vielleicht habe ich aber dann was, was dir gefallen könnte. Und zwar. Ja, man wird heute wieder merken, ich bin sehr simpel gestrickt, aber egal. Das muss ja nichts Schlechtes sein, ne? Also. Ja. Ich hatte sehr schöne Erlebnisse mit Menschen, die. Ja, nee, die möchte ich eigentlich nicht. Nein, das wäre ein Sonderpodcast. Also, ich habe noch gelesen, die Ex-Babies. Das Trade. Bitte was? Die Ex-Babies, Stars Reborn. Aha. Von
den Herren Schigiel, also ich weiß nicht, wie ich es ausspreche, aber Schigiel und Chabot. Oder Chabot. Und zwar sind die Ex-Babys, ja, Kreaturen, also sind kleine Versionen der X-Men, der klassischen X-Men. Das ist sozusagen Chibis. Wie? Ja, im Prinzip ähnlich wie Chibis, aber nicht ganz so stilisiert. Die auf Mojoworld geschaffen worden von Mojo. Mojoworld ist so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, ein Planet, eine Welt, wo das Fernsehen eine sehr, sehr große Macht hat und wo alles dafür getan wird, interessante, spannende Serien zu bringen. Also ich sag mal, X-Men-Leser werden Mojoworld und Mojo natürlich kennen. Und aus einer dieser Geschichten stammen die X-Babys. Mhm. Und in diesem Band gibt's gibt's auf Mojoworld eine Machtübernahme von jemand anderen, der die Macht da übernimmt. Das ist nicht mehr Mojo. Und der bringt eine neue Version der X-Babys raus. Und das Problem ist, die sind viel, viel kleiner und viel, viel niedlicher als die anderen. Und man kann kaum noch Charakterzüge von denen erkennen. Ich sag mal, der kleine Wolverine in der ersten Version ist immer noch sehr finster, sehr brutal, wenn auch auf eine niedliche Art. Der andere, der möchte ich lieber unterhalten über solche Sachen, wie man viele Vitamine isst und sowas. Mhm. Also die sind dann auch noch niedlicher gezeichnet. Und dann niedlich gezeichnet, musst du mich natürlich jetzt machen. Genau. Es ist so ein bisschen in der Art, wie so. Kein US-Format, sondern schon Digest, aber auch. Ja, nicht. So ein bisschen in Richtung Digest-Format, aber etwas schmaler, sind 4 Hälften enthalten. Aber echt gut gezeichnet, ne? Ja, das dachte ich mir, dass dich da. Das sind jetzt die ganz niedlichen, die du da hattest. Mhm. Und ja, davon sind die X-Babys natürlich nicht begeistert und wollen schauen, was es mit diesen anderen auf sich hat. Mhm. Dabei treffen sie natürlich noch auf so eine Art Crossover. Mhm. Und zwar gab es in den Mitte der 80er von Marvel eine Serie, die hieß Star Comics. Mhm. In diesen Star Comics, da waren auch verschiedene kindliche Figuren, also so ein kleiner Zauberer zum Beispiel oder so ein kleiner Weltraumheld enthalten. Und mit denen, ich habe es natürlich nicht gelesen, also da dürften wahrscheinlich auch die wenigsten gelesen haben. Und die treffen aufeinander und natürlich gibt's dann auch die ersten Kämpfe. Mhm. Ich denke, gerade weil ich diese Star Comics nicht kenne, hat's mich überhaupt nicht gepackt. Mhm. Auch diese niedlichen Zeichnungen, egal welche, haben mich nicht wirklich gepackt, weil die Geschichte dazu nicht so spannend ist, dass sie mich zumindest mitnehmen kann. Mhm. Also das ist sehr, sehr speziell. Ich glaube, wenn man das als Kind gelesen hat, diese Star Comics kennt und den näheren Hintergrund hat, dann kann man da Spaß haben. Oder wenn man einfach nur sagt, ich möchte, mir könnte auch ein Band gefallen, wo nur Cover von Scotty Young drin sind, dann kann man das natürlich auch mitnehmen. Aber an und für sich Da hinten scheint es etwas anstrengend zu werden. Ja, ja, also es ist halt sehr auf Niedlichkeit alles ausgerichtet. Und die Handlung ist halt so ein bisschen Nebensache. Also es ist definitiv kein Lesetipp und ich kann auch verstehen, dass es nicht in Deutschland rausgekommen ist, obwohl solche Sachen wie zum Beispiel The Wizard of Oz von Marvel ja doch ganz gut und erfolgreich auf den Markt gekommen ist. Ne? Mhm. Und die ich jetzt endlich mal lesen muss. Jetzt habe ich ja alle komplett, aber. Das ist auch eine ganz andere Geschichte. Die wurden auch schön adaptiert und da passt das einfach. Aber das hier ist mir einfach, auch wenn ich gerade diese Zusammenstellung der X-Men, wie sie Claremont im Prinzip 1974 war es, glaube ich, rausgebracht habe, sehr mag. Aber also das hier war nun wirklich nicht meins. Mhm. Okay, aber da wir jetzt einmal bei niedlichen Comics sind und vorher bei einem Tier in einem Comic waren, das ist dann natürlich die perfekte Brücke zu einem Band, den ich gelesen habe, natürlich, den ich auch schon lange angekündigt habe vorher, dass ich ihn lesen werde, ist Rocket Raccoon. Und der wurde von Scotty Young größtenteils gezeichnet, den du hier gerade schon erwähnt hast. Außer in der Nullnummer, die hier drin auch abgedruckt ist, da ist es ein anderer Zeichner, ist ein etwas anderer Zeichenstil. Kannst du mal ganz dir dann auch mal anschauen. Ich muss nur mal kurz gucken. Ich glaube, da habe ich den ersten Mal bei Comicsology gelesen. Ja. Das ist, glaube ich, eine Nullnummer sogar oder irgendwie sowas. Das war ein Free Comic Book Day Heft, genau. So war das. Und in dem wird halt
Also gut, in der ersten Geschichte wird halt Rocket Raccoon nochmal so ein bisschen näher gebracht. Was ist so sein Antrieb? Es wird da so ein bisschen dargestellt, dass er halt natürlich, wenn er nicht gerade mit den Guardians of the Galaxy unterwegs ist, sehr gerne irgendwelche Prinzessinnen rettet. Und also so das typische Damsel in Distress-Verfahren, was man schon so von Spielen wie Super Mario zum Beispiel kennt oder auch natürlich von jede Menge Comics auch. Aber natürlich wird das Ganze ein bisschen aufs Korn genommen. Und es zieht sich auch so ein bisschen durch den Band. Also das heißt, es geht dann auch in der Hauptgeschichte damit los, dass er im Grunde wohl wieder mit einer Geretteten datet. Und in der Geschichte entwickelt sich dann eine weitere Handlung, und zwar in die Richtung, dass Rocket Raccoon auf einmal unter Mordverdacht steht und er sich aber bewusst ist, dass er diesen Mord, für den er jetzt da angeschuldigt wird, gar nicht begangen hat. Und es kommt wohl so ein bisschen zum Vorschein, dass es da noch einen anderen Rocket Raccoon geben soll. Mhm. Und das ist ja eigentlich unmöglich, da Rocket Raccoon ja eigentlich der letzte seiner Art ist oder der einzige seiner Art ist. Ne? Tja, und da geht jetzt halt das große Rätselraten los. Wer ist dieser andere Rocket Raccoon? Ist es wirklich noch einer, der irgendwelche Verwandtheitsverhältnisse zu ihm hat? Ne? Oder ist es, wer ist es? Ja. Und das versucht er halt rauszufinden und schlägt sich da so ein bisschen durch und versucht zu ergründen, wer dieser andere Rocket Raccoon ist. Ja, alles in allem ist es eine sehr lustig geschriebene Geschichte halt, also kurzweilig und unterhaltsam vor allem. Und ja, nichts Tiefgründiges logischerweise, aber wunderschön gezeichnet, wunderschön dynamisch umgesetzt von Scotty Young und von daher macht einfach nur Spaß. Gute Laune Comic. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass er auch hier sich stilmäßig wieder ein bisschen anders besonnen hat und nicht nur so einen mega niedlichen Stil, wie es beim Wizard, sondern das ist schon etwas kantiger, ja, etwas fieser, umgesetzt hat, dass er sich nicht nur auf diesen einen Stil da festlegt. Ich meine, man sieht immer noch genau, wo es herkommt, ja, aber man merkt auch, dass das jetzt nicht einfach Rocket Raccoon ist, der durch Oz wandelt. Ja, nee, klar, und er hat hier das... Er hat hier das Weltall zur Verfügung. Da hat er natürlich jede Menge spielerische Freiheit, sage ich jetzt mal. Mhm. Und er spielt auch mit allen möglichen Sachen, die ihm so einfallen. Zum Beispiel eben ein Gefängnisausbruch von Rocket Raccoon, den hat er sehr schön über so ein paar Seiten angelegt. Und das ist einfach toll. Das macht einfach Spaß, das nachzuvollziehen, diesen Ausbruch, ja. Ja, also wie gesagt, wer den Film Guardians of the Galaxy mochte, ich glaube, hier braucht man nicht wahnsinnig viel Vorwissen bei dem Band. Sei eigentlich jedem empfohlen, wie gesagt, der den Film gut fand und ist eine kurzweilige und lustige Unterhaltung. Ganz am Rande tauchen natürlich auch mal irgendwo die Guardians auf, aber die spielen hier wirklich nur eine ganz äußere Gastrolle. Ja. Gut. Bleiben wir noch kurz. Ach nee, wir bleiben nicht bei Marvel. Vergiss es. Wir bleiben nicht bei Marvel, aber nach wie vor bei Panini. Und zwar auf was, wo ich mich schon sehr, sehr lange drauf gefreut habe und wo ich hart mit mir gekämpft habe, nicht die US-Version zu holen. Und zwar ist das Sandman-Ouvertüre, nämlich zum 25-jährigen Sandman-Jubiläum gibt es neue Geschichten, und zwar von Neil Gaiman selber. Mhm. Wir hatten ja, die alte Sandman-Reihe ist ja, glaube ich, komplett bei Panini erschienen. Und ist ja wirklich eine Legende unter den Graphic Novels, eigentlich die Geschichte um Sandman und die sieben Ewigen. Und wenn auch nicht mega leicht verständlich, also ich liebe die Serie wirklich, weil sie dich in ganz abgefahrene Welten bringt, in ein ganz abgefahrenes Universum, also was mit nichts vergleichbar ist. Mhm. Er hat hier quasi seine Art eigenen Göttertempel erschaffen, ohne dass es wirklich Götter sind in dem Sinne. Ja. Und jetzt kommt, und danach kamen halt viele so Spin-off-Serien, die teilweise ganz gut gemacht waren, teilweise nicht so gut handwerklich gemacht haben, je nachdem, wer es halt geschrieben und umgesetzt hat.
Und jetzt ist Neil Gaiman wieder selber dran und hat sich seinen alten Zeichnerkollegen James H. Williams III. Wieder zur Seite gestellt. Der hat wirklich unglaublich krasse Zeichnungen gemacht. Also das, ich weiß gar nicht, wo ich vor Verehrung vor dieser Art von Comic wirklich anfangen soll. Also da bin ich, wirklich komplett Fanboy. Mhm. Das ist wirklich wunderschön gezeichnet. Es ist handlungsmäßig, will ich nicht allzu viel verraten, ist im Prinzip die Origin, so ein bisschen, die vor der ganzen anderen Reihe spielt und wo man sehr, sehr, sehr viele alte Figuren wieder trifft, die man, wenn man jetzt den Zeitstrahl folgen würde, nicht mehr treffen würde, wie zum Beispiel den Korinther. Also das ist ja wirklich eine der fiesen, horrormäßigen Figuren, oder Merv Pumpkinhead, und das auch sein Butler und die verschiedenen anderen von den Ewigen, die sich ja auch noch so ein bisschen im Laufe der Zeit verändern, all die sieht man hier drin sehr schön dargestellt wieder. Mhm. Und die Mission ist, also warum die Geschichte ist ganz klar. Jemand hat einen Morpheus, also Morpheus ist Sandman, Lord Gestalter ist ein weiterer von seinen Namen, Traum ist ein Name von Sandman. Mhm. Und der vertritt ja die Traumwelt an sich, und einer dieser Versionen von ihm wurde getötet. Mhm. Also wir stellen uns so, es ist natürlich wieder ein bisschen DC-mäßige Thematik, dass es sehr, sehr viele oder unendlich viele Universen gibt, wo es unterschiedliche Versionen des von Dream gibt. Mhm. Und einer wurde getötet, und so treffen diese ganzen Versionen von Dream aufeinander. Mhm. Und bereden, was zu tun ist. Wobei diese verschiedenen Versionen, ist nicht so, das ist der Dream von Erde 2 und der Dream von Erde 3, sondern das sind alles verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit. Und das lernt er dann in dem Gespräch kennen, dass das eigentlich nicht großartig Unterschiede sind. Ja. Und beschließt aufzuklären, warum jetzt plötzlich ein Dream getötet werden kann. Es gibt eine wunderbare Klappzeichnung, 4 Seiten umfassend, mitten in dem Band, wo die verschiedenen Dreams oder seine verschiedenen Facetten seiner selbst aufeinandertreffen. Mhm. Teilweise wirklich so, wie man es von verschiedenen Superhelden sehen, in unterschiedlichen Kostümen einfach nur, aber auch ganz unterschiedliche Wesen dann einfach auch kennt. Mhm. Und was natürlich komisch ist, also als sie aufeinandertreffen, ist dann plötzlich, also da ist ein Insekt dabei, ein Roboter, einer, der so ein bisschen aussieht wie Groot. Okay. Ja, also es ist wirklich ein Fisch-Dream ist dabei. Also es hört sich ein bisschen mehr cheesy an, als es eigentlich wirklich ist. Und er erkennt dann aber, das sind nur Facetten von meiner eigenen Persönlichkeit, und zieht die quasi alle in sich rein. Das Einzige, was übrig bleibt, ist eine riesige Katze. Mhm. Und mit der zusammen beschließt er dann, die Sphären zu durchqueren und zu ermitteln, wer hat jetzt eigentlich diese eine Version von Dream umgebracht. Und ja, da trifft er natürlich auf allerlei Wesen, die man schon aus den anderen Sandman-Geschichten kennt. Mhm. Und es ist einfach nur ein Fest, wieder in diesen Universum zu wandeln, was Vertigo einst einzigartig gemacht hat, vor 25 Jahren. Vor allem auch wieder, wenn der passende Zeichner mit Williams III. Da an Bord ist, da sind wirklich, man kann nahezu wirklich jede Seite aufschlagen, und das hat alles Posterqualität, was der Mann da abliefert. Auch in unterschiedlichen Stilen, bei der Koloration, die Dave Stewart aufgelegt hat. Es ist wunderschön, kann man sagen. Auch hier ist es so, dass ich nicht sagen kann, dass ich hundertprozentig verstehe, was da drin vorgeht. Mhm. Ja, also weil das wirklich auch sehr, sehr viel mit Poesie, mit Traumwelten und Ähnlichem zu tun hat. Aber es macht trotzdem eine unglaubliche Freude, das Ganze zu lesen. Was an Kritik jetzt ich dazu gelesen habe, war, dass halt nur 3 Ausgaben enthalten sind, wobei das natürlich Oversize, also extra lange Heftausgaben drin waren. Aber es wird auch dazu irgendwann ein Sammelband geben, wobei Panini schon gesagt hat, also es wird entweder diese 2 Einzelbände geben, als Softcover. Da ist dann auch jede Menge Bonusmaterial drin. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel was zum Thema Redaktionsarbeit, wie das Ganze sich gestaltet, ist da drin. Von der Seite bis zum Druck, wie das Ganze abläuft. Die Cover sind drin, und diese Bonusseiten, die wird es dann in dem Sammelband nicht geben.
Aber sie wollten den deutschen Lesern halt das auch nicht zu lange vorenthalten. Und ich sag mal, vom Umfang her passt das auch für die 16,99, die der Band kostet. Wie gesagt, ich hatte mit der US-Ausgabe überlegt zu kämpfen. Aber es gibt zwei Autoren, die ich doch sehr ungern auf Englisch direkt lese. Das ist einmal Alan Moore und natürlich Neil Gaiman, weil da sehr, sehr viel Anspielungen drin sind, Wortschöpfungen, die man nicht unbedingt kennt. Und also da bin ich doch sehr froh, dass es eine deutsche Übersetzung, in dem Fall von Gerlinde Althoff, die ja auch sehr bekannt ist auf dem Gebiet, dass da das jemand so umgesetzt hat. Also es ist wirklich wunderbar. Okay. Jetzt genug geschwärmt. So, wir haben jetzt mal auf Direktmikro umgestellt. Ich hoffe, dass das besser geht. Nochmal kurz zu Sandman. Kann man den denn jetzt auch so alleine lesen? Kann. Ich kann es dir auch hinhalten. Ja, bitte halt's mir mal hin. Ja, kann man definitiv allein lesen, aber ich sag, trotzdem würde ich noch die alte Lesereihenfolge beibehalten. Also das spielt zwar jetzt davor, aber es lebt halt auch so ein bisschen davon, dass du die Figuren kennst. Du musst sie nicht kennen, um sie zu verstehen, aber ich finde, die normale Lesereihenfolge macht Sinn. Okay, also das heißt, man kann es als Einstiegspunkt nehmen, aber man sollte es vielleicht, also die Figuren ergeben sich dann erst später. Als Einstiegspunkt würde ich nach wie vor immer noch Präludien und Notoni vorschlagen, weil da sind so kleine Episoden drin, wo du überhaupt nichts im Prinzip wissen musst und die Welt so ein bisschen kennenlernst. Und da kann sich jeder ein Bild davon machen, ob er in dieser Welt irgendwie sich heimisch fühlen möchte oder nicht. Da ist zum Beispiel noch eine kleine Verwurzelung mit DC-Comics noch vonstatten gegangen. Damals wie gesagt, waren die Übergänge ja auch fließend, wie auch bei Swamp Thing. Da kam ja am Anfang noch deutlich mehr DC-Figuren vor, als dann, wo es richtig zu Vertigo wurde. Mhm. Und auch bei Sandman war das auch so, ja. Gut. Wir haben zum Beispiel einen Auftritt, ich glaube, das ist sogar in der allerersten Geschichte, dass eine kleine Sonne, die da auftritt, von einem kleinen Planeten namens Krypton, die da mitspielt. Ja. Woher kenne ich den Krypton nur? So, hast du noch was? Weil ich habe natürlich auch noch was, aber bedeuten weniger als du, oder wollen wir erstmal irgendwie? Wie du es gern hättest. Mach es mal. Dann mache ich erstmal. Kommen wir mal zum nächsten, zu dem nächsten Charakter aus Guardians of the Galaxy. Das war dann der Star-Lord. Der hat auch eine eigene Spin-Off bekommen. Und dachte ich mir, gut, nachdem mir Rocket Raccoon so gut gefallen hat, hole ich mir auch mal Star-Lord. Und was bei Rocket Raccoon ganz gut geklappt hat, hat jetzt hier nicht so gut funktioniert. Nämlich, dass man den lesen kann, ohne dass man groß Vorkenntnisse hat. Also zwischen dem Star-Lord aus dem Kinofilm und dem Star-Lord aus dem Comic ist dann doch nochmal ein bisschen was passiert. Und das sollte man zumindest andeutungsweise ein bisschen in Erfahrung bringen. Gut, man hat hier auch eine kleine Einladung reingepackt, was denn so ungefähr passiert ist. Nichtsdestotrotz hatte ich immer irgendwie das Gefühl, und das muss ich jetzt dazu sagen, also Guardians of the Galaxy praktisch diesen Neustart, der da bei Marvel stattgefunden hat, das habe ich alles nicht gelesen. Also ich kenne die Guardians of the Galaxy eigentlich wirklich nur aus dem Kinofilm. Und damit ist praktisch dieser Star-Lord auch lesbar. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl, dass ein bisschen was an Informationen flöten gegangen ist. Ja. Und jedenfalls ist das in diesem Band so eine Art, ich würde mal sagen, Episodengeschichte. Also irgendwie findet sich Star-Lord immer irgendwie wieder in einem Gefängnis wieder. Und das hat verschiedene Hintergründe. Und bis es dann zu einem etwas außer der Reihe stattfindenden Aufeinandertreffen kommt mit ihm und Thanos. Und ja, das ist so das, um was es in dem Band geht. Wie gesagt, so richtig abgeholt hat der mich jetzt nicht. Hat mich eher verwirrt zurückgelassen in dem Sinne. Wobei ich mir dann tatsächlich überlegt habe oder noch überlegen werde, ob ich mir dann noch die Guardians of the Galaxy Bände anschaffen soll. Das sind jetzt, glaube ich,
drei oder vier, die noch vorher erschienen sind. Und mir einfach die Geschichte da nochmal näher zu Gemüte führe. Weil prinzipiell interessant ist es und es ist ein überschaubares Universum in sich jetzt, sag ich mal. Und ja, das ist halt so das, ja, was ich aus dem Band gelernt habe. Also es bringt eigentlich einen noch näher dazu, würde ich sagen, dann doch mal die älteren Ausgaben oder die vorherangegangenen Ausgaben der Guardians of the Galaxy zu lesen. Ja, weiß nicht, hast du den Band gelesen? Nein, weil ich habe ja nach wie vor auch die Filme nicht gesehen. Ach so. Ich warte ja immer noch auf die günstige DVD, aber bei Disney kann man ja wahrscheinlich warten, bis man schwarz wird, bis solche Sachen. Musst du mal bei so Großhandlungen wie Real oder sowas gucken, die haben die ganz gern mal im Angebot, so Disney-DVDs und sowas. Ja, also was ich natürlich sehr spannend finde in dem Zusammenhang, ist, dass es bei dir so ist, dass du durch die Verfilmung auch ja immer mehr in Richtung Marvel kommst. Ist jetzt nicht zwangsläufig so. Mir hat halt Guardians of the Galaxy sehr gut gefallen, der Film. Und natürlich ist es dann so, dass wenn dann Comics erscheinen, jetzt bei Rocket Raccoon, der mir ja auch im Film sehr sympathisch war, dann hat es noch Scotty Young gezeichnet, dann ist das natürlich ein Ding, wo ich sage, da überlege ich nicht lang. Da greife ich ganz gern mal zu. Und Star-Lord als Figur fand ich im Film ganz interessant und auch so. Und dachte ich, ja gut, dann guck ich mir dieses Spin-off halt auch noch an, ja. Aber wie gesagt, das hat mich jetzt dann halt so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Mal gucken, ob sich dann mir mehr erschließt, wenn ich dann vielleicht mehr davon lesen könnte. Würdest du denn auch klassische Guardians of the Galaxy lesen oder sind es die aktuellen Comics, die du noch da näher in Betracht ziehen würdest? Also im Moment würde ich mich dann wirklich mal auf die neueren Comics spezialisieren, in der Hoffnung, dass die in sich eine runde Geschichte bilden. Ja. Was ja, glaube ich, hier nach dem Marvel Now Neustart, wo ja die Guardians auch mit reingespielt haben, dann anscheinend auch der Fall sein soll. Also schauen wir mal. Ja, sonst noch Fragen? ja, wie gesagt, also die Vorgeschichte ist halt hier dann ein bisschen so, ja, also er ist da irgendwie mit Kitty Pryde von den X-Men irgendwie angebandelt und so halber, mehr oder weniger. Und mit der hat er halt ständig auch Kontakt, also per Voice-Link oder sonst was. Ja. Und was halt recht merkwürdig ist, weil da fehlt mir halt jetzt einfach dann in dem Zusammenhang die Vorgeschichte. Das ist halt der Unterschied zwischen dem Band Star-Lord zu Rocket Raccoon. Bei Rocket Raccoon braucht man relativ keine Vorgeschichte, um den Band zu verstehen. Der ist in sich so rund, das passt alles, was in dem Fall jetzt hier nicht so ist. Ja. Das ist blöd so mit dem in der Nähe. Aber gut, das müssen wir halt mal ausprobieren. Ja, wie gesagt, auch so diese Prügelei mit Thanos, die dann stattfindet, irgendwie, ja, Thanos ist irgendwie der große, mächtige Superschurke, der jetzt schon zumindest, also bei mir ist es halt so, ich lese zwar ganz gern mal einen Marvel-Comic, wenn es so in sich abgeschlossen ist, aber so richtig verfolgen tue ich halt eher das Marvel-Film-Universum. Und da wird halt Thanos im Moment so als der Super-Schurke schlechthin aufgebaut, der dann irgendwann mal den großen Schachzug macht und ja, da gibt's dann das Riesenfinale und so weiter und so fort. Und hier gibt's jetzt halt eine, ich sag jetzt mal, eine Prügelei auf dem Mond zwischen Star-Lord und Thanos, das eher so irgendwie beiläufig erwähnt wird. Weiß ich nicht. Hat mich irgendwie so hat merkwürdig angemutet, sagen wir mal so. Ja. Möchtest du auch mehr davon lesen, von diesen Guardians of the Galaxy Comics? Oder hast du schon welche gelesen? Ja, ich hatte, wie gesagt, bei Comixology schon mal das ein oder andere reingeschaut, aber ich denke, wenn ich den Film gesehen habe, dann werde ich da auch mehr Bezug dazu haben. Mhm. So hat es mich vom Comic her allein hat es mich erstmal nicht so angefixt, muss ich sagen. Und wenn, dann würde ich da wahrscheinlich vielleicht auch eher mal einen klassischen ran ausprobieren. Mhm. Weil bei Sachen zu Filmen ist es, oder im Zusammenhang mit Filmen muss man ja sagen, dass ja jetzt kein Prequel oder sowas, was sie auch gern machen. Da ist
viel einfach, um schnelles Geld zu machen, gern mal dabei. Und da würde ich dann, also ich sag jetzt mal, die bei dem Fantastic Four Film, der nicht besonders gut beim Publikum ankam, da würde ich auch nicht unbedingt, falls sich jemand dafür interessiert, den Leuten sagen, hier, lest die aktuellen Comics, die zu dem Zeitpunkt des Filmes rausgekommen sind, sondern lest zum Beispiel einen klassischen Run von, was weiß ich, Claremont, Byrne, diese Zeiten von dem Fantastic Four. Ja, aber nicht unbedingt die Sachen, die direkt im Zusammenhang mit dem Film rauskamen. Ne? Natürlich, das merkt man jetzt ja hier auch. Also, erscheint neben Guardians of the Galaxy dann plötzlich ein Spin-off zu Rocket Raccoon und ein Spin-off zu Star-Lord. Natürlich, das merkt man schon, dass da erheblich dann auch das Franchise bedient werden will. Gut, im Fall von Rocket Raccoon ist es meiner Meinung nach irgendwie besser gelungen als im Fall von Star-Lord. Aber okay, wahrscheinlich auch persönliche Geschmackssache. Ja, wir warten. Um die Fans da abzuholen, sage ich jetzt mal, ja. Um die Leute, die über die Filme zum Comic gekommen sind, da abzuholen, ist das da meiner Meinung nach ein bisschen besser gelungen. Ja, wir warten jetzt noch auf die Groot-Miniserie. Gerade vom Text ist ja, die gut, wahrscheinlich ja. sehr ansprechend, ja. Deswegen spielt der ja schon im Grunde eine Gastrolle oder eine Ball, also mehr oder weniger die Sidekick-Rolle bei Rocket Raccoon. Also die beiden sind ja auch im Film mehr oder weniger als Duo aufgetaucht und so ist es dann halt hier auch. No? Gut. Was hast du denn so als nächstes dann? Ja, ich habe mal eine von manchen gern genannt, von manchen schlecht genannt, eine Graphic Novel durchgelesen. Und zwar ist das Jerusalem von Boas Yakin und Nick Bertosi mit dem Untertitel Ein Familienporträt. Die deutsche Ausgabe ist von Panini Comics. Zwar ist es eine Familiengeschichte, die ja eine israelische Geschichte, muss man da schon sagen, die anhand der Familiengeschichte gleichzeitig auch einen Fokus richtet auf die Entstehungsgeschichte des Staates Israel, den es ja vor dem Zweiten Weltkrieg nicht gab. Ne? Mhm. Das war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unter britischer Verwaltung der Zeit. Und nach dem Zweiten Weltkrieg und den diversen schrecklichen Ereignissen hat man sich dann entschlossen, es wäre gut, da einen eigenen Staat zu schaffen, was sie dann natürlich auch gemacht haben. Dass das natürlich nicht ganz unproblematisch war, ist natürlich auch klar, weil in dem Gebiet des heutigen Israel haben halt nicht nur Israelis bzw. jüdische Menschen gewohnt, sondern natürlich auch Araber, Christen, alles querbeet, die dann halt von den Briten verwaltet wurden in so einer Art Kolonie. Und tja, von einem Tag zum anderen hat man dann beschlossen, wir schaffen mal einen Staat. Und das sind natürlich Probleme, Kämpfe und Auseinandersetzungen mit sich bringt, ist natürlich vorprogrammiert. Ja. Die Geschichte, also die ursprüngliche Familiengeschichte sind zwei Brüder, die sich zerstritten haben und es geht um Erbe und die verschiedenen Kinder, die die haben, setzen teilweise diesen Streit, diesen familieninternen Zwist fort. Aber manche spielen auch einfach nur sehr gern miteinander und erleben, ja, wie sich die Welt um sie herum plötzlich von einem Tag auf den anderen verändert. Ja, also am Anfang ist das alles, wie gesagt, noch unter britischer Besatzung. Die Briten stellen damit natürlich auch die Polizei, die versucht, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die sie nicht sonderlich mögen, auseinanderzuhalten. Und ja, die Kinder haben da ihre Erlebnisse damit, dass sie das dann, dass sie dagegen rebellieren. Später kommt es dann noch zu Kämpfen, Auseinandersetzungen und ja, teilweise tragisch, teilweise komisch. Und ja, es ist ein riesiger Band. Also ich muss gerade mal gucken, auf wie viele Comicseiten das Ganze denn wirklich kommt. Also es sind 382 Comicseiten, was wirklich ein riesiges Paket ist. Und man liest recht lange an diesem Band, der natürlich dann auch 30 Euro kostet. Aber wie gesagt, man hat auch lange Lesefreude und lernt nebenbei auch einiges aus dieser Geschichte halt kennen, was da ja teilweise heute noch, oder auf jeden Fall noch heute, Nachwirkungen hat und weswegen dich die Leute immer noch mit Raketen und Granaten bombardieren in diesem Landstrich. Ja, auch
viele Sachen, also in Deutschland ist natürlich, man hat in der Schule schon ungefähr 30 Mal Geschichten oder die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg und vom Aufstieg und Fall der Nazis gehört. Die Details zu Israel und wie das dann da weitergeht, das ist in den seltensten Fällen ein Thema in der Schule gewesen. Und das wird hier sehr, sehr gut beschrieben, weil auch da gab es zum Beispiel unterschiedliche Ströme, also die sehr, sehr konservativen Leute, die dann gleich natürlich Juhu geschrien haben, als sie einen eigenen Staat bekommen haben. Aber es gab zum Beispiel auch in dem Land Kommunisten, die sich organisiert haben. Also es hätten unterschiedliche politische Strömungen in dem Land plötzlich an die Macht kommen können, die auch so ein bisschen symbolisiert werden durch verschiedene Brüder in einer Familie. Weil der eine ist ein ehemaliger Kämpfer, der andere ist, wie gesagt, mit kommunistischen Gedanken stark verwurzelt. Und das ist eine sehr, sehr bewegende Familiengeschichte, die man ja auch gut und gern in eine Fernsehserie oder irgendwas packen könnte und man würde sehr, sehr viele Folgen davon haben, weil das wirklich so verwurzelt ist. Und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen der Kritikpunkt an der Geschichte. Einerseits ist es natürlich faszinierend, die verschiedenen Zweige und Strömungen zu sehen. Andererseits wird's für mich ab einem gewissen Punkt ein bisschen unübersichtlich, zumal es gibt drei Brüder, die sich relativ ähnlich sehen. Und da hatte ich bisweilen dann doch, musste ich teilweise nochmal zurückblättern, musste gucken, wer ist denn das? Weil diese ganzen Zusammenhänge, die Ursprünge des Streits und sowas, das wird ganz am Anfang des Bandes in wenigen Panels mal so berichtet. Ist auch so ein kleiner Stammbaum da drin. Ja. Aber weiter hinten ist es bisweilen doch etwas schwierig, die verschiedenen Leute auseinanderzuhalten. Und wer ist jetzt gerade was und warum macht er, was ist jetzt diese Motivation? Also das ist, ja, das ist schon nicht ganz einfach, keine leichte Lektüre. Aber für denjenigen, der geschichtsinteressiert ist und gerade an dieser Epoche, ist das ein super Band. Ja. Also das wird sicherlich nicht den breiten Geschmack treffen. Da wirst du wahrscheinlich mit Star-Lord und Rocket Raccoon größere Verkäufe oder mehr Leute erreichen können. Ja. Aber das ist, also ich finde es klasse, dass sowas dann doch auf Deutsch erscheint, weil es das vor einigen Jahren wahrscheinlich in dem Zusammenhang nicht gegeben hätte. Ja, also da hättest du die bestverkauftesten Graphic Novels aus dem Ausland genommen, hättest die rausgebracht, aber das ist jetzt auch eher so wieder ein sehr, sehr spezielles Thema, wo du dich für interessieren musst. Und finde ich ganz gut, dass jetzt auch diese nicht ganz so mainstreamigen Themen da verarbeitet werden. Aber zum Thema Politik sehe ich, hast du ja auch einiges noch mitgebracht. Ja, genau, da habe ich also ein Band mitgebracht, auf den hast du mich mehr oder weniger auch mit aufmerksam gemacht. Also der Band ist komplett oder fast komplett, sage ich jetzt mal, auch online erschienen. Und zwar geht es um Weiße Wölfe, erschienen im Korrektiv. Das Korrektiv ist wiederum eine Vereinigung von Reportern, investigativen Reportern, meine ich, ne? Und jetzt hat man halt eine dieser Reportagen als Comicband rausgebracht. Und zwar eine Reportage über den NSU. Kann man das so kurz runterbrechen? NSU nicht nur, sondern halt genau. Rechtsradikalismus generell in Deutschland. Ja, also schon über die große Szene im Allgemeinen, aber auch zum Teil halt die Hintergründe zu den NSU-Morden, die stattgefunden haben. Also zumindest werden diese hier auch mit drin tangiert und ja. Du hast ja die Geschichte auch gelesen, glaube ich, ne? Oder? Mhm. Lass uns da mal gemeinsam ein bisschen, weil es sehr interessant ist, aber auch ein recht schwieriges Thema. Also, ja. Was möchtest du denn? Ja, ist episodenhaft dargestellt. Genau. Anhand von Beispielen wird so ein bisschen dargestellt, wie jemand in die rechtsradikale Szene eintaucht. Mhm. Der eine ist spaßigerweise sogar am Anfang Punk, der einfach so versucht, durch seine Andersartigkeit, dass er sich halt ein Iro wachsen lässt und die entsprechenden Klamotten anzieht, einfach Freude dran hat, die Leute zu provozieren durch seine Optik. Mhm. Auch sein eigenes Elternhaus, ne?
gerne seine Eltern, seinen Vater im Speziellen, zu provozieren. Und irgendwann lernt er doch ein paar Nazis kennen oder Skinheads in dem Fall, die sich nicht sofort mit ihm anlegen wollen, sondern man unternimmt plötzlich was zusammen, weil man ähnliche Interessen hat. Man säuft ganz gern, man macht ganz gern Sachen kaputt. Und er beschließt dann irgendwann, seinen Iro abzulegen und wird dann ebenfalls ein Skinhead, was natürlich, wenn man es genau überlegt, schon ein ziemlich krasser politischer Gegensatz dann halt ist. Aber man sieht daran vielleicht auch, ja, dass die Hauptinteressen dann im ersten Moment halt Provokation in der Szene waren und die Andersartigkeit. Und das kriegen sie halt beide hin, auch wenn sie politisch auf vollkommen unterschiedlichen Wegen unterwegs sind. Ja? Mhm. Und na gut, was auch dazu geführt haben wird, ist ja die Tatsache, dass die relativ am Anfang geschildert wird, dass er von einer türkischen Gang halt auch ziemlich vermöbelt wurde oder ja, also von daher, das scheint dann auch nochmal so ein Funken gewesen zu sein. Und eins seiner Hobbys ist wohl irgendwie Rohrbomben zu bauen und ja. Und das finden dann wiederum die Skinheads natürlich sehr nützlich und deswegen heuern sie ihn auch mehr oder weniger an, ne? Ganz genau so ist es, ja. Und wie gesagt, er lernt dann halt auch immer mehr Leute kennen und kommt tiefer und tiefer in die Szene. Man erfährt auch sehr, sehr viel über die Einstiege, wie sie oder die rechte Szene Leute annektiert, zum Beispiel durch die sogenannte Schulhof-CDs. Das sind quasi Gratis-CDs mit irgendwelchen Skinheads, Rechtsrock, was weiß ich, Bands drauf. Und die Leute dann halt nicht damit versuchen durch Gewalt einzuschüchtern, versuchen auf ihre Seite zu kriegen mit Liedern, die, was weiß ich, gegen Ausländer und die gegen die Regierung und alles sind und versuchen sich so in so eine Andersartigkeit-Ecke wieder reinzustellen und einfach so die Leute zu rekrutieren für ihre verschiedenen Ideen. Das Ganze geht dann aber nicht nur in Deutschland, sondern das wird dann sehr international. Also man reist dann auch gern mal nach Holland oder Belgien und trifft sich mit anderen Skinheads, macht irgendwelche Wehrübungen und ähnliches. Und ja, das Ganze ist in diesem Band sehr, sehr umfangreich dargelegt. Mhm. Was sagst du denn zum Artwork, Steffen? Das Artwork ist halt, lebt von sehr vielen Referenzen, habe ich so den Anschein. Aber ist durchaus ansehnlich. Also ich kann es schlecht beschreiben. Also es ist, man sieht halt deutlich, dass da Models und Referenzen dafür als Vorlage gedient haben. Aber ist eine gute Umsetzung. Also gerade dieses Spiel mit dunklen Schatten, schwarz-weiß. Der ganze Comic ist übrigens schwarz-weiß. Aber man hat hier sehr viel mit Schraffierung und Schattierung und sowas gearbeitet. Also es ist anders, sage ich jetzt mal, als das, was man so logischerweise so Mainstream bezeichnen würde. Aber es passt auf jeden Fall zu diesem Comic, ja? Oder? Wie findest du es? Ja, es klang ja schon an. Also bei sehr, sehr vielen Sachen hat man wirklich das Gefühl, dass er das Foto gerade genommen hat durch ein Programm, was das so ein bisschen im Comic-Style umgesetzt hat durchlaufen lassen. Aber das sind Sachen, die stören mich bei manchen Zeichnern. Ja, obwohl auch sehr, sehr klassische Zeichner natürlich auch immer gern Fotoreferenzen verwenden. Also das ist gar keine Frage. Hier sieht man es halt dadurch, dass der Computereffekt halt irgendwie noch optisch da gewesen ist und dass keiner das Ganze mit Aquarellfarben nochmal übermalt hat oder sowas. Ne? Also das sieht man schon sehr deutlich. Aber es geht hier ja nicht darum, das Ganze, als optischen Leckerbissen darzustellen, sondern es ist in dem Sinne ja eine Reportage. Mhm. Und ich glaube, dass der Autor hat schon mal einen ähnlichen Band gemacht zum Thema 9/11, wo er diese Thematik verarbeitet hat. Den habe ich noch nicht gelesen. Das wäre mal was es nochmal zu besorgen gilt.
Und wie gesagt, mich stört es da relativ wenig, wenn da in dem Fall bei den Reportagen-Comic die Sachen so umgesetzt sind, wie er es hier gemacht hat. Mhm. Der Band arbeitet ganz gern mit rechter Symbolik, ja, mhm. Was viele beim ersten Eindruck des Bandes wahrscheinlich sehen und kritisieren werden, sind die SS-Runen, die mhm. in dem Wort Weiße Wölfe halt drin vorkommen und auch im Inneren des Bandes, direkt wenn es aufschlägt, mhm. ist in der unteren Ecke gleich ein Teil des Reichsadlers mit, sag ich mal, ein Viertel Hakenkreuz noch abgebildet. Also es lebt halt schon davon, dass das Augenmerk auch auf solche Symbole gerichtet wird. Was aber in Deutschland ja nur dann verboten ist, wenn es in irgendwelchen, ja, wie soll ich das sagen, Abenteuercomics oder sowas, die, sag ich mal, in Kinderhände geraten sind. Wenn man mhm. irgendwas macht, was historisch irgendwie, sag ich mal, interessant ist, wo es keine Fehldeutungen geben könnte, mhm. dass die Kinder plötzlich den Nazi-Superhelden was weiß ich, Red Skull oder so toll finden, dann kann man das auch machen. Ja, und wie gesagt, der Band lebt von dieser Provokation, aber es ist ganz eindeutig nicht, dass er das irgendwie bejubelt oder so, im mhm. Gegenteil. Ne? Mhm. Ich finde es auch eine schöne Sache, dass die das ganze Ding auch als PDF oder was das war, online gestellt. War es jetzt PDF oder konnte man nee, also das war auf der oder auf der Homepage konnte man es lesen. Hatte ich ja seinerzeit auch getan. Eine eigene Reader da drin. Eine eigene Reader, okay. Dass die das komplett online gestellt haben, weil sie sagen, also die Botschaft würden wir schon gern senden und ja erklären, wie es zu solchen Konstrukten da in der Szene kommt. Also es ist schon ja, eine feine Sache. Was kostet der Band, wenn du ihn kaufst? 15 Euro ist, sag ich mal, für einen Band von als Hardcover-Band mit der Menge an Seiten, die er hat, nicht wirklich teuer. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern das Zusatzmaterial dann auch online verfügbar war. Aber das ist jetzt hier jedenfalls im Band noch drin. Also so nochmal so ein bisschen Hintergrund, genau. Hintergrundinformationen zu den Namen, die halt auch im Band selbst erwähnt werden. Ja, ich meine, das habe ich auch online gesehen. Ne? Okay. Wie gesagt, der ganz klare Schwerpunkt ist das Cover, wo der Schriftzug die Hälfte des Bandes mit einnimmt und unten drunter guckt man noch in den Lauf von einer Pistole rein. Mhm. Aber ja, also schaut euch das Ganze mal an. Ihr habt den ganzen Band online vorliegen mhm. und es ist durchaus interessant, wie das Ganze so im System um sich greifen kann und teilweise unbeobachtet unter einer Fassade arbeiten kann. Ja, das ist aber steht ja auch nochmal ganz eindeutig drauf, dann eine grafische Reportage über rechten Terror und dann ist ja klar, um was es geht. Was ich noch sagen wollte, wer kann, kauft euch den Band, unterstützt diese Vereinigung korrektiv, weil ich finde es wichtig, dass solche Themen wie auch immer, aber natürlich auch am liebsten als Graphic Novel oder als grafische Reportage, wie es jetzt hier in dem Fall genannt wird, aufbereitet wird und zugänglich gemacht wird. Ja. Vielleicht nochmal zur Begriffsklärung. Weiße Wölfe ist eine Band, ne? Mhm. Das ist eine Nazi-Band, ja. Die hier halt auch im Band selbst oder in der kompletten Reportage natürlich mit vorkommen muss, weil es halt eine der plakativsten Bands ist. Ja. Teilweise mit abgedruckten Liedertexten, wo es dann natürlich auch zu Verurteilungen kam, weil die wirklich sehr, sehr heftig waren. Also ich möchte jetzt im Podcast nicht unbedingt wiedergeben, was da zu was für Handlungen Menschen da andere Menschen auffordern. Mhm. Und wie gesagt, schaut euch zumindest mal den Comic-Reader davon an auf der Homepage. Der Steffen verlinkt die sicherlich mhm. wieder. Und ja, es ist durchaus lesenswert. Und wie gesagt, tendenziell kostet es euch noch nicht mal einen Cent. Mhm. Genau. Okay, aber wie gesagt, auch für 15 Euro gut ins Regal zu stellen. Also von daher, ja. So, dann noch mal zu was anderem Plakativen. Ja. Andersartig plakativ. Also es war ja vor einigen Monaten schon in den USA der große Hype. Miss Marvel ist plötzlich eine Muslima. Und unlängst ist auch bei Panini die deutsche Ausgabe davon erschienen mit dem Band Metamorphose. Mit Bindestrich geschrieben, weil Meta, ne? Wegen Meta-Humans. Mhm. Und zwar
ist es ja so, dass die alte Miss Marvel aktuell wieder als Captain Marvel unterwegs ist, eine sehr emanzipierte Frau geworden ist, auch den Anzug verändert hat als Captain Marvel und wieder zu einer Art Ganzkörperanzug zurückgefunden hat. Während sie ja die alte Miss Marvel davor ja auch eher in sehr, ja, lasziven Kostümen unterwegs war, also die ihre weiblichen Werte sehr betont hat. Ja. Und tja, durch ein interessantes Vorkommnis kommt es dazu, dass also durch, ich glaube es durch Inhumanity passiert ist, dass Kamala Khan, eine 16-jährige Muslima, die in New York wird und die Tochter von pakistanischen Einwanderern ist, plötzlich verwandelt wird und Fähigkeiten genießt. Ja? Mhm. Es war ja so, dass in Humanity die Terrigen-Nebel freigesetzt wurden von den Inhumans. Mhm. Und dadurch verschiedene Leute, die ein Inhuman-Gen aus alten Zeiten irgendwie in sich hatten, dass das aktiviert wurde und dadurch die Leute Fähigkeiten bekommen haben. Im Prinzip das Gleiche wie bei den Mutanten, bloß alle gleichzeitig. Mhm. Und Disney könnte jetzt theoretisch Filme mit Inhumans machen, die genauso werden wie Filme mit Mutanten, weil, wie gesagt, Disney ja nicht die Rechte hat für die X-Men. Mhm. Das wird der geschäftliche Hintergrund sein, hat man, glaube ich, schon mal angesprochen. Mhm. Und diese Kräfte schlagen dann plötzlich und unvermittelt zu. Und sie stellt fest, dass sie dann Fähigkeiten hat. Und eine von diesen Fähigkeiten ist zum Beispiel, sie ist ein Gestaltwandler. Mhm. Und sie kommt in eine Situation, wo sie jemanden retten muss und wandelt auch intuitiv ihre Gestalt. Und in diesem Moment, wo sie die Gestalt wandelt, ist sie dann plötzlich, sieht sie aus wie die alte Miss Marvel. Und in dem klassischen Kostüm, schwarz mit gelb, mit diesem Gürtel an der Seite, wie gesagt, sehr die weiblichen Rundungen betontes Kostüm. Und deswegen sagen die Leute hier, das muss Miss Marvel sein. Ja. Sie stellt dann aber fest, dass der Charakter Miss Marvel nicht dadurch definiert ist, wie er aussieht, sondern dass da ganz andere Werte drin stecken. Mhm. Erlebt dann quasi ihre ersten Superheldenabenteuer. zum Beispiel stellt sie dann fest, sie muss sich nicht mehr als Miss Marvel, als die alte Miss Marvel verkleiden, sondern tritt dann selber auf mit ihrem Gesicht, aber mit einer Maske, weil sie sagt, also sie kann zwar das Gesicht ändern, aber das will sie nicht, diesen Teil ihrer Person will sie erhalten und macht sich dann halt wie jeder andere Superheldenkostüm. In diesem Fall bestehend aus einem Burkini. Mhm. Ein Burkini ist quasi ein Bikini, der nach dem Islam okay ist, also sprich so ein Ganzkörper-Schwimmanzug, in dem sie dann noch eine Maske integriert und so weiter und so fort. Mhm. Zu den Kräften muss man sagen, sie kann nicht nur die Gestalt wandeln, sondern sie kann auch die Größe verändern, wird teilweise auch sehr, sehr stark dadurch. Mhm. Das soll irgendwo in den nächsten Bänden geklärt werden, wie weit das jetzt gehen kann, weil ich sag, das ist jetzt natürlich eine Kraft, die schon zwei ziemlich fiese Kräfte, also wenn sie sehr, sehr stark ist und Gestalt wandeln kann, da kann sie schon eine Menge Gas geben, da ist sie ja schon auch dehnbar anscheinend, da ist sie ja schon im Prinzip wie der Körper von Reed Richards mit einen gestaltwandelnden Typ kombiniert und das noch mit einer starken Figur kombiniert, das ist ein bisschen overpowered in meinen Augen. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also sie kriegt dann natürlich, wie es immer so ist bei jungen Helden, noch etwas Probleme damit. Hat auch in ihrem Umfeld gibt es dann weitere typische Teenager-Probleme in ihrer Familie. Mhm. Also ihr Bruder zum Beispiel ist relativ strenggläubig in der islamischen Ausrichtung und sie hat die typischen Teenager-Probleme, dass ihre Eltern sie nicht weglassen wollen, sie aber trotzdem gerne zu einer Party möchte. Mhm. Und
viele sagen, es sind erstmal Stereotypen, die erfüllt sind. Ich muss aber sagen, wie gesagt, mich interessiert das jetzt der religiöse Zusammenhang relativ wenig. Für mich ist es einfach eine schöne Superheldengeschichte. Und ob das jetzt eine muslimische Heldin ist oder nicht, ob das jetzt unbedingt sein musste von Marvel aus oder nicht, das ist mir in dem Zusammenhang vollkommen egal. Der Zeichner hat das auch super gemacht. Das ist nämlich der auch schon bei den Runaways einiges gezeichnet hat und so in dem Bereich von Teenage-Superhelden einiges gerissen hat. Und es sind einfach sehr kreative, sehr spaßige Superheldengeschichte. Und wie gesagt, das muss muslimische Abstammung hätte ich jetzt hier nicht unbedingt gebraucht, um das lesen zu müssen. Also das hätte auch mit komplett ohne Religion funktioniert, wobei natürlich das ein oder andere Problem, was sie sich ihr stellt, sprich zum Beispiel, wie erotisch darf ein Kostüm sein und ähnliches, dadurch eine ganz andere Blickrichtung kriegt. Mhm. Ja. Und wie ist das bei DC? Da gab es ja dann den Green Lantern, den neuen, also die neueste Inkarnation von Green Lantern. Der Steffen winkt ab. Das hat er noch nicht gelesen. Eieiei. Green Lantern Fan und hat das ja, noch nicht gelesen. Das hebe ich mir doch bis zum Schluss auf. Meinst du, das wird das Beste? Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, gib dem ganzen Ding hier einfach mal eine Chance. Und ich würde mir den nächsten Band auf jeden Fall holen, weil sich Charakter ist mir sympathisch. Ein bisschen neue Richtung bei Marvel. Das kann man getrost lesen. Man muss es nicht unbedingt gelesen haben, aber es ist auf jeden Fall, wem diese zum Beispiel Runaways gefallen oder die Young Avengers, alles in diese Richtung, die neueren Inkarnationen von Teen Titans, da macht das schon sehr, sehr Spaß. Achso, ganz vergessen, zum Thema Overpowered Heilfaktor hat sie natürlich auch noch. Also ist Wolverine, Mystique, Reed Richards, Körper, alles in einem halt. Ne? Und super. Natürlich Teenager. Also das ist, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ja, sie könnte jetzt, sie ist sowas, eigentlich ist es sowas, würde ich einen Kampf gerne mit ihr und dem Super Skrull sehen, weil der ja auch Unmengen von Fähigkeiten vereinigt. Also das, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das da mit der kleinen Kamala Khan entwickelt. Ja, ich glaube, da kann man auch gespannt sein. Hast du sonst noch was? Nee, glaub nicht, ne? Waren wir relativ durch. Aber eine sehr Marvel-lastige Episode war es heute mal, aber gut, wir hatten auch ein bisschen was anderes noch dabei. Bleibt uns eigentlich nur zu sagen, oder? Nein, wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, okay. Ich habe dich doch gerade gefragt, ob du noch was hast. Sollen wir uns vornehmen, mal wieder was von DC zu lesen? Oder was möchtest du jetzt sagen? Es fällt mir momentan etwas schwer. Aber Convergence läuft ja dann irgendwann an. Und ich fürchte, auch da werde ich nicht so wirklich dazu kommen. Da will ich erstmal, glaube ich, ein paar Stimmen hören, wie das Ganze so abgeht und ob ich mir das nächste Groß-Event in dem Bereich nicht einfach so spare. Bei Secret Wars, bei Marvel weiß ich wiederum auch nicht, ob ich da direkt einsteigen werde. Das ist, auch da werde ich erstmal hören, ob man das unbedingt gelesen haben muss. Ich bezweifle es ein wenig. Schauen wir mal. Ja. Aber wo wir noch nicht drüber geredet haben, wir haben ja heute einen Ausflug gemacht. Ach so, ja. Ja. Und zwar haben wir in einem anderen Podcast, und zwar bei Radio Nukular. Checkt den mal an, das ist, sag ich mal, so ein bisschen Retro-Podcast über Spiele und alles Mögliche. Mhm. Primär aus den 90ern, sag ich mal. 90er, sag ich mal. Und die haben sich unterhalten über einen Laden. Und zwar ist das Kuschelmuschel. www.kuschel-muschel.de. Und das ist nicht hier irgendwie, was weiß ich, ein Swingerclub oder sonst irgendwas. Obwohl man das vom Titel. Wir waren nicht in den Hinterräumen. Ja, das meinst du es so wie in Pulp Fiction, dass es irgendwo noch in den Keller geht, ne? Ja, auf jeden Fall ist das auch ein Laden, der sich darauf spezialisiert hat, Actionfiguren, Spiele und alles, was mindestens 10 Jahre alt ist, zu verkaufen. An- und Verkauf ist es, aber er hat auch einiges an neuen Sachen darum stehen gehabt, habe ich gesehen.
Und das ist in unserer Nähe und da haben wir heute mal einen kleinen Besuch gemacht. Ja, wobei auf der Website irgendwie stand, dass sie nichts Neueres da haben, was oder nichts da haben, was nicht mindestens 10 Jahre alt ist, was aber jetzt leider, also was halt leider zum Glück auch zum Teil nicht der Fall war. Ja. Wollte ich nur noch mal ergänzen. Ja, der Steffen hat eingekauft heute, aber dazu kommen wir später. Oh Gott. Die Homepage im Internet wirkt etwas antiquiert. Also es gibt auch einen Online-Shop. Mhm. Und aufgrund des Online-Shops hatte ich mir das so vorgestellt, dass da halt wirklich jede Menge alter Krempel ist. Teilweise nicht mehr funktionsfähig, aber halt in dem Look, den man halt aus seiner Kindheit vielleicht kennt. Ich war dann doch ein bisschen überrascht, wie es wirklich war. Mhm. Weil ich habe mir auch gedacht, so ein Retro-Laden hier auf dem Dorf mehr oder weniger in der Nähe von Hanau ist das in Niedermittlau. Mhm. Was wird da wohl gehen an so einem Nachmittag unter der Woche wie heute, wo wir da waren? Und da war wirklich die Hölle los. Also wir hatten uns ja überlegt, auch eventuell mal ein Interview mit dem Betreiber oder den Betreibern zu führen, wie sich das Ganze so entwickelt hat mit diesem Geschäft, aber daran war gar nicht zu denken, weil ständig doch eine Menge Leute da waren. Was jetzt aber natürlich nicht vornehmlich an den Actionfiguren liegt, die es da gab, sondern er hat halt auch sehr großen Bereich mit Videospielen angefangen, wirklich vom Atari 2600 über den ersten Game Boy, über alte Nintendo-Sachen. Hatte das Sega Saturn hatte, glaube ich, da gehabt. Ja. Über komplett neue Sachen jetzt, Xbox 360, Xbox One, PlayStation natürlich, alle Inkarnationen, hat er wirklich eine Menge Kram da gehabt und da waren die Leute wirklich doch sehr interessiert. Ja. Mhm. Es kamen auch welche, die ihre Sachen wiederum verkauft haben. Und wie gesagt, wir hätten den Mann gerne mal näher befragt, aber der war halt schwer beschäftigt. Ja. Steffen, was hast du denn noch so alles gesichtet in dem Laden? Ich hatte jetzt das schon ein bisschen beschrieben, grundsätzlich ist es im Prinzip auf einem kleineren Ort. Sieht so aus wie ein ehemaliger landwirtschaftlicher Hof, wo man die Scheune definitiv umgebaut hat. Und da ist jetzt gegenüber lief auf der anderen Straßenseite gab es ein kleines Hängebauchschwein, was im Garten rumlief. Ja, also es war sehr idyllisch und innen drin halt wirklich die 80er, 90er Spiele-Invasion schlechthin in dieser umgebauten Scheune. Also wirklich krass. Der Steffen hat da einiges gesichtet. Ja, also nochmal kurz zum zur Anfahrt. Also man fährt da wirklich rein in so ein Dorf, wo man denkt, da kann ja nie und nimmer sowas in der Art sein. Und auf einmal kommt da, wie gesagt, so ein Hof taucht auf und da steht dann schon groß das Logo draußen dran. Und dann denkt man, gut, okay, da ist es dann doch. Und man geht rein und ist auch irgendwie wie in einer anderen Welt plötzlich. Ne? Also die Regale voll mit, wie gesagt, in der ersten Ladenhälfte mehr Videospiele. In der zweiten Ladenhälfte dann halt Actionfiguren über Actionfiguren. Und ich bin da durchgegangen und es war so ein bisschen wie so eine kleine Reise in die Vergangenheit, weil da wahnsinnig viele Actionfiguren rumstanden, die ich seinerzeit nicht alle gekauft habe, dazu hatte ich das Geld ja gar nicht, aber zumindest begehrt habe und verfolgt habe. Und waren halt viele Sachen so wie so Jurassic Park Figuren und viel alle Batman Figuren und so Kram, was ich halt auch selber zum Teil gekauft habe, also nicht wirklich gesammelt, aber zumindest gekauft. Und ja, das sind halt echt Jugenderinnerungen hochgekommen. Also es war schon sehr interessant. Die alte Man of Steel Figurenreihe, die damals rauskam zu den Comics, die auch ungefähr zeitgleich rauskam mit Supermans Tod. Als es bei Carlsen rauskam, kamen dann diese Figuren raus, die ungefähr so von der Größe her waren, wie die Batman-Figuren zur Animated-Serie, die es auch damals gab. Aber halt deutlich reeller gestaltet waren. Also da gab es dann halt auch die vier Supermen natürlich, die Reinkarnationen, also Superboy, Steel, Eradicator gab es als, also hierzulande glaube ich ganz schlecht auch nur, weil das wieder eine Sonderfigur war und Cyborg gab es, meine ich, gar nicht. Aber die gab es dann halt zumindest
da auch im Laden. Und ja, es war irgendwie ja so ein bisschen wie die Zeit, als ich da immer mal durch das Toys R Us Regal gegangen bin, wo halt die Superhelden-Actionfiguren standen. Und man kann das alles wiederentdecken. Also das ist schon wahnsinnig witzig. Auch alte Spider-Man-Figuren zu der alten Zeichentrickserie aus den 90ern und so weiter und so fort. Also das macht Spaß, da einfach mal durch die Regale zu schlendern. Auch wenn man jetzt am liebsten den Geldbeutel schwingen würde und einfach alles nochmal kaufen würde, aber macht man halt dann auch nicht. Es reicht, das Zeug auch einfach mal wieder zu sehen. Was war denn dann so dein Nerdfaktor? Gut, hast du ja schon gesagt, ein paar Spiele so. Ja, also Spielefaktor, wir haben ja schon gehört bei Radio Nukular, das sind halt Jungs, die primär in den 90ern aufgewachsen sind, da war es natürlich Nintendo so ein bisschen, die da spieltechnisch gut unterwegs waren. Bei mir waren es eher die frühen 80er und die Ende der 80er, wo ich durchaus, das erste Spielkonsole war ein Atari 2600, also wirklich zu der Zeit noch relativ einmalig in dem, was es konnte. Und später habe ich dann mit dem C64 einiges gemacht, aber es ist, da waren es in der Tat eher dann spätere Figuren, die mich aufmerksam gemacht haben, weil letztendlich, als ich sehr, sehr, als ich in Alter war, wo mich das alles sehr angefixt habe, da war ich da schon zu alt, als den ganzen coolen Scheiß gab. Und trotzdem habe ich natürlich diverse Masters of the Universe Figuren gesehen, die ich auch hatte. Es gab eine Wrestling-Ecke, wobei ich da festgestellt habe, da hat er sehr, sehr einige neue da gehabt. Also da hat es schon fast so gezuckt, ob ich mir mal die Legion of Doom zusammenkaufe in neu. Aber weil es wirklich sehr, sehr cool gemacht aussah. Aber das sind halt, ich kann mich da noch relativ beherrschen, weil ich das, wie gesagt, nicht so als Kind in der Richtung hatte. Er hatte natürlich auch einiges an Comics da, die relativ ungeordnet waren. Also er hatte eine Menge die Sachen, die aktuell draußen sind, wie Spider-Man, Avengers und sowas, die noch gar nicht so alt waren, auch von der aktuellen Batman-Serie. Mhm. Also es ist wirklich so, dass man sich vorstellt, irgendjemand verkauft einen Teil von seiner Sammlung und dann landet es halt da. Und aber auch ganz Kram aus den 70ern, 80ern von irgendwen zusammengesammelt in den Ordnern, Leitsordnern, wo die auch mal gesammelt wurden, zusammen mit alten Ehapa, Superman und ganz abstrus, da hat jemand Dick und Doof-Hefte aus den 70ern zusammengetragen und die mal gesammelt. Mhm. Und die stehen jetzt halt da rum und warten auf den Käufer. Vieles ist ausgepreist, gerade bei den neuen Sachen. Mhm. Bei den Comics ist es so ein bisschen Verhandlungssache. Ich habe auch zwei Comics gekauft. Mhm. Und zwar ist es Torgal 1 und 2 von Splitter. Und die gab es jeweils für einen Fünfer. Und das halte ich für einen relativ netten Preis dafür, dass die wirklich komplett okay waren. Und ja, also da gibt es definitiv einiges zu entdecken. Sehr, sehr viel Star Wars, ob es Figuren sind, ob es Raumschiffe sind, ob es Pappaufsteller sind. Da steht Luke Skywalker Pappaufsteller um die Ecke. Und natürlich ist ein bestimmter Kopfgeldjäger auch noch als Pappaufsteller zu haben. Er hat eine Menge lustige Taschenbücher, also wirklich alte, da rumstehen. Nein, die Nummer 1, NO1 ist es nicht dabei. ja, also allen möglichen Kram, eine riesige E.T.-Figur hat er da stehen. Ja, also ist unglaublich, alles, was ihr euch an Figuren und so vorstellen könnt, ist da. Und der krasse Unterschied war von dem, was ich halt in dem Online-Shop gesehen habe, weil da hat er definitiv mehr alte Gebrauchtsachen, die ich jetzt da weniger gesehen habe, auch ein paar, aber die hat er offensichtlich noch irgendwo gelagert, also da muss man wirklich, glaube ich, gezielt dann anfragen, dass das einer raussucht. Da hatte ich gedacht, da steht mehr von dem wirklich alten Kram rum, von Gebrauchtsachen, aber auch so waren da schon sehr, sehr viele schöne Sachen dabei, also definitiv. Der Steffen hat auch was gekauft. Ja, ich habe ein Figürchen gekauft und zwar hatte er auch für einen Fünfer von Disney Infinity Figuren da rumstehen, ein paar zumindest, und davon habe ich mir dann nochmal eine gekauft, die mir irgendwie noch fehlt aus der ersten Serie. Apropos Disney Infinity, da gibt's ja jetzt dann auch Star Wars Figuren demnächst.
Ja, da ist jetzt mittlerweile schon die dritte Welle angekündigt, also das dritte Spiel. Das finde ich halt ein bisschen unglücklich, dass man dann jedes Mal praktisch für das die neue Software dann kaufen muss im Grunde. Und die gibt's meistens nur im Bundle. Das heißt, also da ich habe jetzt das Brett, zum Beispiel das Spielebrett, schon zweimal zu Hause. Da wird's dann noch mal ein drittes Mal hinzukommen. Oh, da möchte ich dann auskotzen. Und deswegen rede ich noch ein bisschen weiter und sage, alles nicht so schlimm. Was tut man nicht für den Fandom? Für den Kapitalismus. Und ja, aber wie gesagt, also das nächste ist dann halt natürlich ein Riesenfeld Marvel, was dann als Franchise winkt. Nicht Marvel. Marvel hatten wir jetzt schon. Star Wars, natürlich, ja. Genau. Du willst noch was sagen? Ja, also der Steffen war vollkommen verblüfft. Dass es bei Disney sich um jemanden handelt, der kapitalistisch alles abmelkt an Kohle, was irgendwie draus zu machen ist. Aber, war ich nicht. Aber was wir auf jeden Fall nochmal machen werden, es ist wirklich nicht allzu weit für uns beide, dass wir da mal vielleicht am Tag hinfahren, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, wo wir vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen, der da arbeitet, mal ein Gespräch führen können, ein kleines Interview, das wäre ganz schön, um einfach mal zu hören, wie kommt man denn drauf, wirklich ja relativ weit ab vom Schuss so einen Laden mit solchen Sachen aufzumachen. Ich habe gehört, er sammelt wohl einiges auch selber. Habe auf der Homepage auch irgendwas vom Museum gelesen, was ich jetzt aber da nicht so sichten konnte. Also das... Keine Ahnung, das müsst ihr dann nochmal genauer nachfragen. Das müssen wir uns nochmal genau ansagen. Wie gesagt, heute war wirklich, also definitiv die Hölle. Also das hätte ich dachte, wir sind da zu zweit und dann kommt noch irgendeiner vorbei, der da, was weiß ich, sein Bier kauft und das war's dann. Aber da war wirklich schwer was los. Und ja, schauen wir doch mal. Den Laden werden wir noch des Öfteren offenbar besuchen. Ja, auf jeden Fall mal im Auge behalten. Was ich so ein bisschen beobachten konnte, dass das tatsächlich so eine Art auch Treffpunkt zu sein scheint, dann so für Leute nach der Arbeit. Ging ja auch gleich so los mit lockeren Gesprächen, so von wegen, hat's heute ein bisschen eher frei, konntest eher hier sein und sowas in der Art. Also ja, da werden wir noch mal ein bisschen nachfragen müssen, aber wie gesagt, es ist halt wirklich, also wie kommt man auf so einen Laden? Prinzipiell, klar, erstmal als Besitzer überhaupt die Idee zu haben, da sowas zu machen. Wie gesagt, das mit dem Museum, das kann man auf der Website sehen. Weiß nicht, ob man sich das so ein bisschen durchklicken kann, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber zumindest scheint es dann auch irgendwas zu geben. Also entweder ist es tatsächlich ein Online-Museum, das muss man dann nochmal gucken, oder es gibt da noch mehr, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Ich für meinen Teil bin heute eher dahin, so mit der Maßgabe einfach mal den Laden erstmal entdecken. So, und das haben wir jetzt gemacht. Und ja, wie gesagt, vielleicht können wir dann das nächste Mal einfach noch mal ein bisschen tiefer nachfragen, wie sieht's aus und wie kommt man auf so eine Idee. Und ja klar, man muss natürlich auf den Laden auch erstmal aufmerksam werden. Und ja, wir haben es jetzt über einen Podcast erfahren und ja, vielleicht erfahrt ihr das auch über einen Podcast, würde uns freuen. Und dann guckt's. Und dann guckt. Oh. Was denn? Ja. Naja, über uns dann halt. Ja, ja. Jetzt muss ich das ja auch noch klären. Und ja, nö. Wer Lust hat, mal so durch seine Vergangenheit zu spazieren, das ist ganz witzig. Also, das kann man gerne mal machen da. Wer hier so aus der Ecke kommt. Ja, wie gesagt, Nähe Hanau, unweit der A66, wer hier mal durchfährt und wirklich mal einen geekigen Tag haben möchte, der ist da sehr gut aufgehoben, glaube ich. Was ich noch sagen, weil der hat auch arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten. Also der macht werktags von 15 bis 19.30 Uhr, außer mittwochs, da der Ruhetag, und samstags von 10 bis 16 Uhr, meine ich. Ja, also, ja, sehr arbeitnehmerfreundlich, würde ich sagen. Ne? So, Steffen. Jetzt haben wir's. Hast du deine Koffer schon gepackt für München? Nee. Nee? Okay. Ich habe ja Stress nächste Woche. Mit deinem Konzert? Nee. Am Wochenende werde ich sicherlich mal anfangen zu packen, ja. Und dann habe ich Montag mehr oder weniger mal frei.
Am Dienstag ist schon wieder Comic-Stammtisch. Davor ist ein Signiertermin im Terminal Entertainment. Und am Mittwoch habe ich, wie gesagt, besagtes Konzert. Und am Donnerstag geht es schon los. Was ist das für ein Signiertermin? So, erzähl mal was. Ich guck nach. Ich kann mir doch den Namen immer nicht merken. Von den jungen Leuten vor allem. Ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr in München seid, gerne mal mit in den Podcast wollt, sagt einfach Bescheid. Wir freuen uns über möglichst viele unterschiedliche Meinungen zum Festival. So, der Signiertermin ist, du kannst besser Französisch. Hervé Tanquerel. So hätte ich das auch ausgesprochen. Ja, klar. Am Dienstag, den 2.6. von 16 bis 18.30 Uhr. Bitte im T3 anmelden, wer hin möchte. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Vorausgesetzt, also wann müsste die Episode dann? Ja, am Montag erscheinen. Tag davor. So, danach ist dann der Signiertermin. Ja, okay. Ich glaube, damit sind wir durch, bevor wir uns hier verfasern. Viel Spaß in München für die, die hinfahren und für diejenigen, die nicht hinfahren. Pech gehabt. Pech gehabt. Nein, für die, die hinfahren, ja, hat er ja schon gesagt, er wird es ansprechen, wenn ihr wollt. Und ansonsten, für die, die nicht hinfahren, haben wir dann das nächste Mal bestimmt einen Bericht, Erfahrungsbericht. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Steffen sucht, fragt einfach den David Boller, an dessen Stand er ist. Wo ist denn dieser berühmte Podcaster Steffen? Wir haben gehört, du betreust seinen Stand in seiner Abwesenheit. Es ist nicht mein Stand, um das gerade nochmal klarzustellen. Das ist der Stand von Virtual Graphics und ich helfe da auch nur ehrenamtlich aus. Der Star ist da eigentlich David Boller und bitte nach dem fragen. Wenn ihr nach mir fragen wollt, könnt ihr das zwar auch, aber dann gehen wir woanders hin dann meistens. Also gehen wir ums, dann gehen wir ums Eck. Ja, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher, Steffen. Ja, und wir möchten ja da den Publikumsverkehr nicht stören. So, also, damit sagen wir, gehabt euch wohl, trinkt ein Bier auf uns und bis zum nächsten Mal. Adios. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.